Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen, und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich darum, wie du das Geld auf der Straße findest. Ich war unterwegs im Englischen Garten und habe dort Mittagspause gemacht und da hatte ich wirklich den Impuls, wo ich dachte, krass, wieso ist es eigentlich bei dir häufig so, dass du Geld findest oder das Geld zu dir kommt und so weiter und so fort? Und ihr seht das ja auch öfter mal bei Instagram, was ich da so poste, und da habe ich dann gedacht, okay, dazu machst du jetzt eine Folge. Also nehme ich euch mit in die Natur, in den Englischen Garten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn du sagst, also solche Geldwunder hätte ich auch gerne und bei mir im Business, im Leben muss ich jetzt eh mal was ändern und zwar ganz, ganz dringend, dann lade ich dich super gerne ein, bei mir im Money & Shine Programm dabei zu sein. Wir starten am 29.03. und ich sag's dir, in diesem Programm herrscht so ein Flow, da herrscht so viel Energie, da ist einfach so viel Raum für Wunder. Ich mag dir dieses Programm so sehr ans Herz legen, also sei dabei, du findest den Link zu diesem Programm in den Shownotes und ich freue mich einfach riesig auf dich, wenn ich dich im Money & Shine Programm begrüßen darf. So, jetzt aber nicht mehr so lange rumgequatscht, wir legen jetzt direkt mit der Folge los. Wie immer freue ich mich, wenn du mir deine zentralen Learnings auf Instagram unter meinem aktuellsten Post dalässt. Du findest mich dort unter @mareike_bruns. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ihr Lieben, ich sitze gerade im Englischen Garten in der schönsten Sonne. Es ist herrliches Wetter. Im Hintergrund oder hinter mir ist gerade das Monopterus. Mein Blick geht auf den Eisbach und, oder ist das der Eisbach? Okay, Nass, ich weiß es gar nicht. Also ein Bach, der hier auch durch den Englischen Garten fließt und schön aussieht. Also für alle meine Münchner Zuhörer, ihr wisst ungefähr, wo ich mich gerade befinde und sitze hier auf einer ganz schönen Parkbank und mache gerade Mittagspause. Ich habe mir einen Kaffee organisiert. Das ist ja etwas, was ich sehr an meinem Job genieße und an meiner Selbstständigkeit, dass ich einfach ja, die Freiheit habe, alles so machen zu können, wie ich das gerne möchte und mir auch einfach die Zeit zu nehmen, ja, in den Englischen Garten zu gehen, in der Mittagspause und hier die Sonne zu genießen. Und während ich das alles hier so tue, kam mir der Gedanke, wie findest du eigentlich immer dieses Geld auf der Straße? Und dachte mir, dazu nimmst du jetzt eine Podcast-Folge auf. By the way, da ich ja draußen sitze, kann das sein, dass ab und an mal ein bisschen Wind im Hintergrund ist, aber das nehmen wir jetzt für die Authentizität dieser Folge in Kauf. Ich glaube, das stört nicht so. Also ich habe mich gefragt, wie findest du eigentlich immer dieses Geld auf der Straße? Ihr seht das ja bei mir immer auf Instagram oder wenn ihr mir auf meiner Facebook-Fanpage folgt in den Stories, dass ich ganz oft irgendwie Geld finde und dann das poste und schreibe, ich bin ein Geldmagnet. Ich habe ja sogar schon mal 30 Euro auf der Straße gefunden, was mega cool ist, so, ne? Und da habe ich gedacht, Mareike, wie machst du das eigentlich? Warum siehst du sowas? Und warum findest du das auch andauernd und so weiter? Und ich dachte, dazu möchte ich euch mal ein paar Hinweise geben oder euch mal so ein bisschen darauf sensibilisieren, wie sowas eigentlich funktioniert oder wie sowas zustande kommt. Ich sage es euch gleich vor Anfang, um die Pointe vorwegzunehmen. Eine Rezeptanleitung, wie du Geld auf der Straße findest, gibt es natürlich nicht. Ist klar. Aber es geht ein bisschen darum, wie du deine Awareness schulst und wie auch dein Unterbewusstsein geschult ist. Ne? Das bedeutet also, wenn Geld halt nicht dein Fokus ist und du im Mangel bist, dann wirst du auch nicht so schnell irgendwo Geld oder sonst irgendwas sehen, sondern dein Fokus ist halt auf komplett anderen Dingen und du wirst das überhaupt nicht wahrnehmen. Bei mir, gut, ist jetzt natürlich auch irgendwo eine Berufskrankheit, dass mein Fokus jetzt total auf Geld ist, beziehungsweise auf Geld verdienen und so weiter. Aber als Unternehmer solltest du sowieso einen Fokus darauf haben, auch mit deinem Unternehmen Geld zu erwirtschaften. Habe ich natürlich immer irgendwo den Fokus darauf, dass ich sage, wo kann heute noch Geld zu mir fließen? Und ich einfach offen dafür bin und mich dafür öffne zu sagen, es kann von überall herkommen. Ich kann Geld auf der Straße finden. Ich kann Geld, zum Geburtstag bekommen. Mir kann jemand einfach Geld zustecken. Ich kann über mein Unternehmen Geld machen. Es gibt tausend Wege, wie du Geld verdienen kannst. Ja? Und ich habe einfach ein höheres
Bewusstsein irgendwo dafür entwickelt, sodass ich sowas auch viel, viel schneller mal wahrnehme und Geld auf der Straße finde. Dieses Geld auf der Straße finden ist natürlich auch irgendwo ein Synonym. Ein Synonym dafür, dass du dich einfach offen dafür machen darfst, dass Geld irgendwo in deinem Leben zu dir kommen kann. Ich liebe ja, und da möchte ich jetzt mal so ein paar kleine Wundergeschichten erzählen. Ich liebe ja diese Wundergeschichten zum Beispiel aus dem Money and Shine Kurs oder aus meinem Strategy for Success Programm, 1:1 Kunden und so weiter, die immer wieder kommen, wenn man sich innerlich öffnet für Geld. Da war mal eine Kundin von mir, die, ja, die hatte da eben ihre Themen, ist ja klar, sonst bist du ja auch nicht bei mir im Coaching, ja, aber sie hatte ihre Themen, lalala. Wir haben ein bisschen gesprochen, was passiert, sie öffnet sich innerlich, bums, kriegt sie eine Rückzahlung von irgendeiner Versicherung, Krankenkasse, ich weiß es nicht mehr, was es war, zack, das Geld auf ihrem Konto. Überkrass. Ich habe eine weitere Kandidatin, die Menschen für sich gewinnen möchte und wollte und will, und das sollte irgendwie etwas leichter und auch zügiger gehen. Da wurden innerhalb von 30 Minuten Ziele erreicht, weil sie sich dafür geöffnet hat. Ziele erreicht, die vorher undenkbar waren. Leute, 30 Minuten, ja. Ich habe eine andere Kundin, die war letztes Jahr bei mir im Coaching. Sie hat, also Wahnsinn, die macht einfach mal ihren ersten, ich weiß gar nicht, was es war, Seminar, ihr erstes Seminar auf, ihr ersten Workshop auf. Zack, 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 kommen die Leute daher. Weil sie sich offen dafür gemacht hat. Weil sie gesagt hat, ja, und es darf jetzt. Und sie macht sich dafür frei. Und sie sagt, und ich verdiene jetzt Geld und ich nehme Reichtum an. So, ja. Ich hatte noch eine Kundin aus dem produzierenden Gewerbe. Da kamen plötzlich Bestellungen her, wo sie nicht wusste, ohne mit den Menschen gesprochen zu haben, wo die herkommen. Die kamen einfach, weil sie sich energetisch dafür offen gemacht hat. Wahnsinn. Und das sind jetzt drei, vier Stories. Leute, ich könnte damit weitermachen ohne Ende. Vielleicht mache ich wirklich mal so eine Wunderfolge. Wunderfolge aus dem Coaching oder so. Was ich euch damit aber sagen möchte, ist, Geld auf der Straße zu finden oder aka Geld kommt leicht in mein Leben funktioniert nur dann, wenn du dich innerlich dafür öffnest und eine Awareness dafür entwickelst, Geld auch in dein Leben zu lassen. Okay? So, bedeutet, das heißt, wenn du das Geld auch auf der Straße finden willst, dann lass es zu. Und vor allem, wenn du 2 Cent auf der Straße siehst und sagst, naja, dafür bücke ich mich nicht, dann kannst du dir auch nochmal überlegen, wie cool das irgendwie ist, so eine Geldenergie mit dafür bücke ich mich nicht oder das mache ich nicht oder sowas. Was ist für dich wenig Geld? Was ist für dich viel Geld? In welcher Relation steht Geld für dich? Das sind alles so Fragen, die du dir in dem Zusammenhang mal stellen darfst. Wenn 2 Cent oder 1 Cent auf der Straße liegt und der kommt einfach in dein Leben, du musst nichts dafür tun. Du musst nur kurz in die Hocke gehen und ihn aufheben. So leicht kann es gehen, aber wenn du innerlich dafür zu bist oder sagst, nee, und keine Ahnung, und was ist mit dem Geld, und nachher stinkt das, und nachher ist das irgendwie bäh, und sonst irgendwas. Freunde, ehrlich, überleg dir deine Haltung zu Geld. Überleg dir, wie du zu Geld stehst. Und was 2 Cent für dich ist. Ich sag's dir, ich freue mich über 2 Cent, genauso wie eine paar tausend Euro Buchung über ein Coaching von mir. Und das ist kein, also eine Coaching-Buchung bei mir. Das ist kein Scheiß, das ist so, wie ich es euch erzähle. Und da darfst du mal dein Bewusstsein stärken und da darfst du dein Bewusstsein wirklich schärfen und dich fragen, was ist Geld für mich und wie einfach darf Geld eigentlich in mein Leben fließen? Und wenn du da ein Thema hast, sage ich dir ehrlich, buch ein Coaching, mach irgendwas, aber geh das an. Weil so eine Beziehung oder irgendwie so eine, ich nenne es mal verdrehte Beziehung zu Geld oder so, das macht jetzt Geld nicht unbedingt schöner. Und es macht es auch nicht leichter, Geld zu verdienen. Bedeutet also, frag dich für dich selbst, was ist eigentlich meine Geschichte mit Geld? Was erzähle ich mir eigentlich für einen Schmarrn mit Geld? Was ist eigentlich das, was ich über Geld glaube? Und was will ich eigentlich über Geld glauben? Wie kann es für mich auch so leicht sein, Geld auf der Straße zu finden, das Geld bei mir reinkommen kann? Wo habe ich da vielleicht noch eine,
ja, verdrehte Beziehung zu Geld? Das sind alles solche Fragen, die ich dir da mitgeben möchte. Wenn du das für dich geklärt hast und vielleicht auch nochmal in die Wunderfolge reingehört, das ist, glaube ich, Folge 47, ich verlinke es euch in den Shownotes. Da sage ich, der Klarheit ist der rote Teppich für Wunder. Und genau das Gleiche gilt eigentlich in Bezug auf Geld. Was willst denn du überhaupt da in dem Thema? Wie dürfen denn die Wunder in dein Leben kommen? Wie einfach darf es sein für dich? Das sind alles Fragen, die ich dir heute mitgeben möchte. Philosophier doch mal ein bisschen. Nimm dir am besten ein großes DIN A3 Blatt und schreib da mal Geldwunder in die Mitte. Oder wie ich jetzt Geld auf der Straße finde. Und dann brainstorm mal und schreib alles auf, was du zu diesem Thema findest. Brainstorme, was du zu diesem, was dir einfällt, an Ideen kommt, an Gedanken. Und sei es noch so bescheuert, schreib es einfach auf. Was ist das für dich? Du merkst, ich gebe dir ganz, ganz viele offene Fragen in dieser Folge mit, einfach weil ich dich darauf sensibilisieren möchte, dein Denken über Geld zu ändern. Und vor allen Dingen dich darauf sensibilisieren möchte, dass du eine higher awareness für dein Geld bekommst. Glaub mir, dann wird Geld auch einfach in dein Leben kommen. Das Ding ist, oder die weitere Sache auch mit dieser Klarheit ist, dass du dich fragen darfst, was ich eigentlich auch mit Geld in meinem Leben möchte. Was ich häufig beobachte ist, ja, ich will halt einfach mehr Geld. Ja, ich will halt einfach Geld nur so und Ding. Und so ohne irgendwie einen Grund dahinter oder ohne, dass da irgendwie eine Absicht dahinter steht. Und da sage ich dir, du darfst dich auch mal fragen, was du eigentlich mit deinem Geld möchtest. Was willst du dir davon kaufen? Und was kommt dann, wenn du dir das überlegst, was kommen da für Gefühle hoch? Das alles hat was damit zu tun, wie du das Geld auf der Straße findest, glaub's mir. Und das ist krass. Im Money and Shine Programm sehe ich auch immer wieder, wie einfach, wenn diese Fragen für sich geklärt sind, wie einfach Dinge passieren oder wie auch einfach Dinge anders angegangen werden, dass da einfach ein Flow reinkommt. Und dieser Flow ist etwas, was ich dir in dieser Folge ebenfalls mitgeben mag. Schau, ich gucke jetzt hier gerade mal auf diesen Fluss. Ich glaube, ist das jetzt der Eisbach oder nicht? Ey, Freunde, ich weiß es nicht. Also Fluss durch Münchens Englischen Garten. Da schaue ich gerade jetzt nochmal drauf und denke mir, go with the flow. Stell dir vor, du stehst auf dem Surfbrett auf diesem Fluss und surfst einfach eine Runde und gehst mit dem Fluss. Auf diesem Eisbach, wenn es der Eisbach ist, da ist ziemlich Zug drauf. Da ist ziemlich, ziemlich Zug drauf, eine extreme Strömung. So, und jetzt kannst du dich fragen, ob du auch mit deinem Geldthema gegen die Strömung schwimmen willst oder ob du einfach auf deinem Surfbrett stehen willst und die Strömung mitnehmen willst. Frag dich das, ist eine wichtige Frage. Und frag dich auch mal im Punkt Geld, was du jetzt bisher gemacht hast, ob du gegen die Strömung oder mit der Strömung gegangen bist. Und ja, go with the flow. Und wenn du mit dem Flow gehst, ich sag dir, du wirst das Geld auf der Straße sehen. Das wird dir entgegenspringen. Wenn du das machen solltest, mach da ruhig mal eine Story draus und markiere mich bei Instagram. Das würde mich echt interessieren. Das ist mega cool. Genau. Also Main Points hier. Mach dich offen. Sei offen für Wunder. Sei offen für Geld. Mach dich innerlich offen. Und nimm die offenen Fragen mit, die ich dir heute gestellt habe. Glaube mir, sie sind deine Game Changer. Genau. Ihr Lieben, das war die Folge, wie man Geld auf der Straße findet. Mit sehr viel Denkpotenzial. Nimm dir auf jeden Fall das DIN A3 Blatt. Mach es und brainstorme. Setz dich dafür raus in einen Park deiner Wahl, vielleicht im Garten, auf deinem Balkon, die Terrasse. Mach's dich schön, mach den Kaffee. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Geld finden. Viel Erfolg und egal bei welchem Projekt du gerade bist, bleib unbedingt dran. Deine Mareike.